This is the Sinwar Project Tunnel. 4 Kilometer lang und 50 Meter tief. Das sollen die Ausmaße des neuesten von der israelischen Armee präsentierten Tunnels sein, den die Terrororganisation Hamas gebaut haben soll. Journalisten wurden am Sonntag eingeladen, sich das Bauwerk anzusehen. Die Anlage sei mit Strom, Belüftung, Abwasser und Kommunikationsnetzen ausgestattet und sei sogar groß genug für Fahrzeuge. Sie befinde sich 400 Meter vom im Norden Gazas liegenden Erez-Grenzübergang entfernt, teilte das Militär mit. Die Zerstörung der unterirdischen Infrastruktur der Hamas gehört zu den erklärten Zielen Israels im Gazastreifen. Das Militär hat den Beschuss der Region am Wochenende erneut verstärkt. Laut nicht überprüfbaren Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums starben dabei am Sonntag 90 Menschen im Flüchtlingslager Jabalia. Laut WHO-Berichten sind mindestens 8 Menschen in einem mittlerweile funktionsunfähigen Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Katastrophale Zustände herrschten auch im größten Krankenhaus Gazas, der Schieferklinik. As we've been here for the last 30 minutes, there's been a non-stop stream of injured people coming in on trolleys, on donkey carts, on stretchers being pushed down the road. There are almost no medical staff here. This largest referral hospital here in Gaza has become a trauma stabilization point. They can only provide the most basic care for people with very serious injuries and very serious illnesses. Israel wirft der Hamas vor, Krankenhäuser als Waffenlager und Kommandoposten zu missbrauchen und attackiert diese gezielt. Die Vereinten Nationen, zahlreiche Regierungen und viele Israelis fordern seit Wochen einen Waffenstillstand.